Hallo, ihr Quirlinge! Baron Dringir, der erste von Quirland und seine Gefährten, treiben sich immer noch in der anderen Welt herum, aber sie haben mittlerweile die Quelle der Pestilenz erkundet oder vielmehr entdeckt, identifiziert, lokalisiert. Und sie haben auch ein Gegenmittel, sie glauben es zu haben, nämlich vergiftetes Wasser. Und das wird der Blume nicht schmecken. Und ich glaube, ich sollte vorher mal einen Buff hier und einen Buff da. Macht mal. Dann schützt uns der Michel mal noch vor Gift. Dahin. Und einen Segen auch bitte. Danke. So, Herr Baron. Ach nee, das macht Valerie. Wer weiß, was da gleich um sich schlägt. So, die Blütenblätter dieser riesigen Blume leuchten sanft. Ihr Duft ist leicht würzig und auf eigenartige Weise beruhigend. Dennoch bemerkst du, dass die Sprossen und Stacheln der Pflanze wie Zähne aussehen, beinahe räuberisch gefährlich. Das Gift vom See auf die Blütenblätter tröpfeln. Ah, das gefällt dir nicht. Als das Gift die Blütenblätter berührt, brennen diese mit einem scharlachroten Leuchten. Und die Luft um die Blume herum flackert vor Hitze oder übernatürlichem Zorn. Ist jetzt... Ja, jetzt kommt ein Budenzauber. Oh, wie ich diese Eulenbären hasse. Da tanken. Da tanken. Da helfen. Unverletzt. Okay. Oh, Valerie. Michel, komm mal in die Mitte. Heilung. Die sind weg. Attacke. Heilung. Ja, war das alles? Wer bist denn du? Du bist der Gnom? Genau, der alte Gnom. Eine vertraute Silhouette taucht aus dem Nebel auf. Es ist der Gnom, dem du schon einmal begegnet bist. Er geht langsam auf dich zu, bleibt vor der Blume stehen und betrachtet sie eingehend. Gut gemacht, Kind. Aber deine Arbeit ist noch nicht getan. Das habe ich befürchtet. Bevor du deines Weges ziehst, eine Frage. Du hast die Geschichte des Eindringlings gesehen. Du sahst sie fallen. Liebe und Stolz haben sie an diesen Punkt geführt. Du folgst demselben Pfad. Auch du trachtest nach der Krone. Warum? Sagen. Es ist meine Pflicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das würde Dringir nicht sagen. Um das Leid anderer zu lindern, wenn ich es kann. Tendenziell auch nicht. Abenteuer, danach habe ich schon immer mich schon immer gesehnt. In den Raublanden muss Ordnung herrschen, um jeden Preis. Es waren nur die Umstände, nur der Umstände wegen. Ach, ich kam nur zufällig vorbei und habe eine Reihe von Kandidaten für den Posten als Baron gesehen. Die Welt muss regiert werden, und zwar von mir, niemandem sonst. Gier nach Macht, Leben, Schicksale, das sind für mich nur Spielzeuge. Nee. Das passt gar nicht so richtig. Ich habe 9 Optionen. Ausschussprinzip. Es ist meine Pflicht, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das würde Dringir auf keinen Fall sagen. Auf keinen Fall sagt er das. Aber nur noch 8 übrig. Das hier, die andere rechtschaffene Option. In den Raublanden muss Ordnung herrschen um jeden Preis. Das würde er auch nicht sagen. Da haben wir noch 7 übrig. Leben, Schicksal sind für mich nur Spielzeug. Würde er auch auf keinen Fall sagen. Gier nach Macht. Dann haben wir noch 6 übrig. Die Welt muss regiert werden, und zwar von niemandem, von mir, niemandem sonst.
Ja, die Welt, dieser kleine Vogelschiss Gwirland ist nicht die Welt. Das ist doch totaler Blödsinn. Das kann ich auch streichen. Die Dringil strebt nicht nach Weltherrschaft, auf keinen Fall. Also entweder ist das ja falsch übersetzt oder es ist wirklich hier größenwahnsinnige Weltherrschaftsfantasien. Das hat er nicht. Haben wir jetzt 4 von 9 ausgeschlossen, bei noch 5 übrig. Gier nach Macht. Kann ich nicht ganz ausschließen. Ich kam nur zufällig vorbei und habe eine Reihe von Kandidaten für den Posten als Baron gesehen. Also wenn das ironisch gemeint wäre, könnte man das hier sagen, ja. Es war nur der Umstände wegen. Das sagt gar nichts aus. Abenteuer, danach habe ich mich schon immer gesehnt. Also ich schließe auch aus, das Leid anderer zu lindern, wenn ich es kann. Das ist auch zu pathetisch. Abenteuer. Und das mit den Abenteuern schließe ich auch aus. Das ist auch zu komisch. Das bleibt dann übrig. Es müssten noch 3 übrig geblieben sein. Umstände wegen. Hier. Das oder das. Das mit den Umständen finde ich auch zu komisch. Also chaotisch neutral oder neutral böse, diese beiden Sachen. Ich kam nur zufällig vorbei und habe eine Reihe von Kandidaten für den Posten als Baron gesehen. Also eigentlich eher das. Auch du trachtest das nach der Krone. Also Dringil versteht im Moment auch gar nicht, was der von ihm will. Weil es hieß, Baronie in den Raublanden gründen. Das ist passiert. Er ist Baron geworden. Versucht das zu bleiben. Er trachtet nicht nach weiteren Dingen. Er will kein Imperium aufbauen. Klar. Hier und da annektieren, alles klar, logisch, Städtegründen, alles gut. Aber jetzt hier irgendwie ein riesiges Imperium aufzubauen und seine Nachbarländer zu überfallen, das ist im Moment überhaupt nicht Dringils Ziel. Er möchte gerne seine Baronie stabilisieren, was er jetzt vielleicht getan hat mit dem Tod dieses Dings. Und deswegen ist die Gier nach Macht jetzt gerade auch nicht so das Richtige. Und er, möglicherweise missversteht er die Frage, nach dem Motto, warum bist du überhaupt hier, wieso hast du jetzt die Baronie? Und antwortet halt mit diesem etwas verständnislosen, da waren andere und es wurde halt ausgerufen, eine Baronie zu gründen und ich habe halt mitgemacht und ich habe gewonnen. So antwortet er. Und kleidet das in die wenig passenden Worte, ach, ich kam nur zufällig vorbei und habe eine Reihe von Kandidaten für den Posten als Baron gesehen. Du spielst gerne mit deinem Schicksal, wie ich sehe. Der Gnom nickt, neigt den Kopf und mustert dich. Worte, Worte. Worte können wie Staubkörner sein, die vom Wind aufgewirbelt werden. Ein Hauch von nichts, eine Rauchschwade. Aber zur rechten Zeit am rechten Ort gesprochen, können Worte die Kraft eines Sturms besitzen. Irgendwann, in ferner Zukunft, wirst du dich an diesen Augenblick erinnern und an deine Antwort. Es war also diese Göttin, die diese Blume erschaffen hat. An all meinen Sorgen war nur sie schuld. Der Gnome schweigt einen Augenblick und spricht dann. Ich kann nicht Ja oder Nein sagen. Die Wahrheit verändert sich und löst sich auf wie morgendlicher Nebel. Sind deine Sorgen nicht nur das Blut, das von der Klinge deiner eigenen Entscheidungen tropft? Der Gnome hebt eine Augenbraue. Diese Sorgen, die dich plagen, das ist noch nicht alles. Es wird noch viele weitere geben. Wisse dies. Wenn du aus dem Augenwinkel einen flüchtigen Schatten erblickst und dich umsiehst, doch er ist fort, dann ist das ihr Schatten. Wenn du hinter dir Schritte hörst, doch nichts zu sehen ist, dann sind es ihre Schritte. Und du hörst sie nur, weil sie will, dass du sie kommen hörst. Warum? Damit du weißt, dass ihre Klinge nie weit von deinem Rücken entfernt ist. Wer ist die denn? Wie heißt denn die? Ich muss ja noch Dinge erledigen. Wir unterhalten uns später. Nee, ich habe hier nichts mehr zu erledigen. Ich will hier weg. Ich habe deine Rätsel gelöst. Was machen wir jetzt? Du musst den Zorn löschen, ihn durch Feuer ersticken. Aber es wird nicht leicht. Die Blume blüht in 2 Welten gleichzeitig. Hier, ohne deine Heimat Golarion. Ihre Existenz verbindet die beiden Welten und sorgt für den grausamen Austausch von Kreaturen zwischen ihnen. Wenn du die Blume nur in einer Welt zerstörst, wird sie wieder wachsen. Du musst sie in beiden Welten gleichzeitig zerstören. Oh je. Aber sei vorsichtig. Gewalt erzeugt Gewalt, Zorn erzeugt Zorn. Du hast die Blume geweckt, denn nur so konntest du sie zerstören. Doch einmal geweckt beschwört sie allerlei Monster, die von demselben Zorn erfüllt sind, der dieser Pflanze Leben eingehaucht hat. Nachdem du die Monster getötet hast, die ihre Samen hervorbrachten,
Verbrenne diese wunderbare, widerwärtige Blüte. Übergib sie den Flammen, doch denke daran, das Feuer muss in beiden Welten gleichzeitig lodern. Wenn du die Blume nur hier oder nur in Golarion verbrennst, wird sie wieder sprießen und wieder und wieder. Ach du meine Güte. Muss ich die Kuppe aufteilen, das ist nicht gut. Kann ich nach Golarion zurückkehren, wenn ich die Blume zerstöre? Mach dir darüber keine Sorgen. Die Portale, die durch die Blume geöffnet werden, bleiben lange genug bestehen. Dann lass uns anfangen. Teilen wir uns auf und zerstören die Blume in beiden Welten gleichzeitig. Eine weise Entscheidung. Wen wirst du durch das Portal schicken? Überlegen. Das Rätsel des Gnomes habe ich gelöst. Ich brauche in beiden Gruppen einen Tank. Also müssen Valerie und Ekondario in zwei verschiedenen Gruppen sein. Dann brauche ich in beiden Welten jemanden, der mit Feuer umgehen kann. Ich hätte hier jemanden mit Regonga, der Feuerball selber zaubern kann und allerlei magisches Zeug benutzen kann. Und das andere, wer kann denn noch mit Feuer umgehen? Niemand. Ich hoffe, dass ein Alchemistenfeuer auch zählt, deswegen würde der Herr Baron damit drüber... Achso, das geht ja nicht. Da müssen wir das anders machen. Machen wir das so. Und dann gehst du noch damit drüber und ja, so irgendwie. Jetzt habt ihr aber keinen Heiler. Das kann ich aber auch nicht ändern. Tut mir leid. So, was nun? Was ist das für eine Gruppe? Das ist jetzt die Gruppe von... Das schaffe ich ja nie. Attacke. I'll try to make this swift. Ja. Wo ist denn der, Michel eigentlich? Ich sehe den gar nicht. Ach da, okay. Komm du mit hierher. Trinkiel, ich fürchte, du musst jetzt in den Nahkampf gehen. Das geht nicht anders. Dann lauf da mal hin. Alle greifen die an. Es gibt einmal Heilung. Und nochmal Heilung. Okay, der ist weg. Nochmal Heilung. Ihr beiden da. Was ist denn das da hinten? Nee. Okay, stopp. Da kommt ein Baumhirte. Baumhirten haben ein Problem mit diesen Dingern. Den könnte vielleicht Valerie auch alleine tanken. Deswegen würde ich den Herrn Baron wieder in den Fernkampf schicken. Valerie, du musst da hin. Und dann versuche ich es mal... So, warte mal, war da noch irgendwas? Ne, das war das, der rote Kreis von dem Alchemisten-Ding. Sicher? Ich habe nur einen Gegner, ja. Schmeiß da mal drauf. Au! Heilung! Trinkiel, hast du mir zugehört? Ich glaube nicht. Hier! Mensch! Oh, kritischer Treffer 112. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Vieh? Trinkiel, hallo! Du hast keine zwei Sekunden! Oh, was ist denn das? Das Vieh ist ja nicht zu fassen. Es ist langsam, okay, aber trotzdem. So it's come to this.
Aua, was ist denn das für ein Vieh? Okay, es hat Michel bereits. Jetzt bin ich tot. Das war der Tod der Gruppe, dass ich ihn in die Nahkampfreichweite habe kommen lassen. Weil, wenn ich die beiden jetzt wegbewege, dann ist Michel tot. Dawnflower, genau. Grant me strength. Okay. Was natürlich nicht heißt, dass Dringir das Ding nicht auch alleine killen könnte. Ja, tschüss, Michel. Was will mit dir? Ach, der heilt auch noch. Toll. This should do it. Der heilt plus 5. Okay, der Gegner ist ein riesengroßes Problem. Ich kann zwar diese Dinger hier drauf werfen, aber das nutzt ja quasi nichts. Damit kriege ich den ja nie tot. Im Leben kriege ich den damit nicht tot. Ich glaube, ich muss das neu probieren mit einer neuen Gruppenzusammensetzung, weil das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Weg. Kannst natürlich auch... was haben wir denn hier? Person verkleinern. Vergrößern. Kannst versuchen, dich zu verkleinern, aber das bringt ja auch alles irgendwie nichts. Schieß mal. Calculated risk. Weg. Schuss. This will hurt. Das dauert alles viel zu lange. Was kann ich tun? Behinderte Verletzung. Desorientierende Verletzung. Verwundende Verletzung. Probiert das aus. Und im Grunde genommen bräuchte ich sowas wie Hast oder sowas. Aber das hast du ja nicht. Gibt keine Hasttränke, oder? Gibt's Hasttränke? Ich glaube nicht. Heldenmut, Pracht des Adlers. Schutz vor Pfeilen, Schutz vor Feuer. Das ist alles irgendwie nicht das Richtige. Tja, ich kann jetzt hier draufballern und sämtliche Alchemistentränke, die ich habe, verschwenden. Weg. Let's try this way. Weg. This should do it. Der heilt schneller, als ich Schaden machen kann. A calculated risk. Okay, was muss, das muss. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Tempo. Ne, mache ich nicht, weil der Herr Baron irgendwie jetzt hier... hallo? Was hast du jetzt für einen Debuff? Es war eine Sekunde betäubt. In dieser einen Sekunde bist du tot. Ja. Es wird nochmal betäubt. Nee, also irgendwie, so geht das nicht. Ich brauche eine andere Gruppenzusammensetzung. Oder? Ja, tschüss. Letzter Speicherstand laden, so geht das nicht. Ich brauche irgendwie... Was brauche ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich brauche. Ich kann den nicht tanken. Den kann ich nicht tanken, das kannst du vergessen. Das kriegt der Hund auch nicht besser hin als Valerie. Das heißt, ich brauche hier Fernkampfpower. Jede Menge Fernkampfpower, ja. Also erstmal laden. Und da bin ich wieder in neuer Zusammensetzung. Ich habe jetzt Valerie rausgeschmissen. Und dafür Regonga mit dazu genommen. Hoffentlich lohnt sich das. Das erste, was wir machen, mal lieber. Ist hier mal die Hast. Ganz schnell. This should do it. Schuss. Du gehst da weg. Schon. Regonga, die Sekunden des Todes. Mann, dauert das immer. Und dann habe ich mir gedacht, gibt's mal eine Unsichtbarkeit. Eine größere auf Dringil. Dann kann der ja theoretisch
hinterhältiger machen. Au, jetzt, wenn er nicht vorher tot gebissen wird. Mensch, dieses Viehzeug. They'll never see me coming. Oh, es ist fürchterlich. So, jetzt musst du tanken, Regonga. Der Michel flickt hier wieder alle zusammen. Dingi, geh da weg. Der Dinge kommt außerdem. Schieß es Vieh um. Attacke. Was ist das da? Gut. Okay, also. Das macht dich, wieso trifft dieses Hundevieh ausgerechnet jetzt kritisch? Das gibt's doch gar nicht. So. Wir haben jetzt den Vorteil, dass Dringil hinterlistig sein kann, ja. Dann hätte ich von dir ganz gern mal. Ich finde das nie wieder. Schutz gegen Feuer. Denn Regonga wird jetzt rumballern wie ein Irrer. Das dauert zu lange. Geh weg. Ja, Dringil kann hier die Hinterhältige machen. Das ist genau das Ziel gewesen. Da Feuer. Kannst du dem irgendwas entgegenwerfen? Göttliche Macht. Gebet. Macht es schnell. Oh, das dauert wieder viel zu lange. Ah, es geht aber gut. Festhalten werden wir das Vieh nicht können. Wobei, wir könnten es theoretisch mit dem Netz probieren, aber dass es dann noch mehr hängen bleibt. Also noch langsamer ist. Theoretisch. Michel. Mach göttliche Macht auf. Ah, das machst du auf dich selber. Ah, nee, stopp, das machst du nicht. Nee, stopp. Geh dahin. Ausbruch der Herrlichkeit. Das ist dem, glaube ich, völlig egal. Jetzt müsste mal weggehen hier. Mäuse geht um das Netz herum. Nein, da. Es ist nicht zu glauben. Michel, wie doof kann man sein? Okay, Michel ist tot. Und du schießt. Du ballerst. Ja. Nochmal. Du kannst nicht viel machen. Du stehst da doof rum. Mach wenigstens das da. Dingi, schieß. Regonga. Sengender Strahl. Michel, geh da weg, verdammte Scheiße! Sag mal, wie viel Lebenspunkte hat dieser Typ? Es wäre alles so schön, wenn Michel nicht in das Netz reingerannt wäre. Das ist alles nicht zu glauben. Beim nächsten Treffer ist der Michel weg. Oh, Schweingart, Michel. Mann! Jetzt hoffe ich, dass die anderen was anderes haben, dass die anderen keinen undenkbaren Baumhirten haben, wobei der ist garantiert tankbar. Aber was ist denn hier los? Wo bin ich denn? Wieso bin ich mit der Kamera hier oben, wenn die da unten sind? Das verstehe ich nicht. Habt ihr auch so einen dicken Baumhirten oder so? Das wäre jetzt nicht so günstig.
Aber ihr seid ja zu viert, ihr habt einen Vorteil. Ja, ich hab dir zwei Tanks. Das ist schön hier. Ist aber egal. Oh, warte, was ist das da? Eine Riesenfliegenfalle. Knock knock used to lighting enemies on fire first. Mache den Orkanbogen an. Das nächste Ding. 28er Schwierigkeit immerhin. Das ist jetzt was anderes, richtig? Ich habe nur zwei Gegner. Die Riesenfliegenfalle und die Blume. Ach, die Blume ist jetzt. Ah, Gegner. Schön. Alles klar hier bei euch? Let us strike as one. Ich habe vorher noch, als die Helden noch zusammen waren. Das war ja einfach. Ach, ihr seid ja auch wieder da. Ach so, warte mal. Was ist denn hier los? Was bist denn du für ein Vieh? Ich wollte den. Das ist so. Der geht direkt auf den Michel. Scheiße. Die for me. Attacke. Attacke dauert alles viel zu lange. Be easier if you not fight back. Let's try this way. Warte mal. Ach, ich habe noch mehr hier. Aber es ist egal, der Michel muss verteidigt werden. Michel, das reicht nicht, das reicht nicht. Du bist gleich tot, du bist sowas von tot. See what your entrails look like. Geht auf dieses Vieh. Kann nicht euer Ernst sein hier. Der Herr Baron ist ein bisschen nah. Geh mal weg da. Was haben wir denn hier alles noch? Ich sehe gar nichts. Drei Spinnen, vier Spinnen und ein Panthertier. Eine Zauberkatze. Alle auf die Katze, die ist vielleicht die schwierigere. Na, jetzt ist es erledigt. Wieso hat eigentlich Knock-Knock noch den Zylinder auf? Weil ich den Zylinder nicht an Valerie zurückgegeben habe. Schlauerweise. Toll! Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas in einem unwichtigen Zustand zurücklasse, wenn ich bei den Helden im Inventar was mache, liegt bei 80% gefühlt. Also ihr könnt alle mal dahin gehen, das stimmt. Ich mache euch allen das Hirn wieder an. Mal wieder ein Materialchen. So, und nun, Michel, warte erstmal hier. So viel Zeit muss sein. Gut. Was ist mit der Pflanze? Oh. Ich kann sie angreifen. Attacke. Repent! Das Geheim. Was war denn das? Das war der Michel mit Echo. Ach ja. Das geheimnisvolle Leuchten der Blume verblasst, wodurch du dieses seltsame Etwas genauer betrachten kannst. Einst war die Blume schön und elegant. Nun ist sie vertrocknet und hängt kaum noch an dem verwelkten Stiel. Ihre gesamte Feuchtigkeit und das magische Leuchten ist aus der Pflanze gewichen. Die Blütenblätter sind grau geworden und hängen herab wie die Flügel eines verwundeten Vogels. Nur die Wurzel, die sich verzweifelt an den Höhlenboden klammert, scheint noch etwas Leben in sich zu tragen. Und Christian, vergeudet nicht eure Zeit, Baron. Verbrennt diese Ausgeburt des Bösen. Bevor sich die Tragödie wiederholt. Regonga, verbrennen wir diese Abscheulichkeit, sage ich, damit sie nie wieder zum Leben erwachen kann. Und Valerie. Zögert nicht, sondern tut eure Pflicht, Baron. Verbrennt diese Brut aus einer anderen Welt, um euer Volk zu schützen. Und Ekondario, wenn ihr sie so zurücklasst, wird sie sich erholen. Das Feuer muss genährt werden. Die Blume verbrennen. Ich glaube, die ist gerade ziemlich down, oder? Die Blume untersuchen.
Die einst stolze und prächtige Pflanze hat ihre ganze Ausstrahlung verloren. Sie wirkt für alle Zeiten unrettbar verwelkt. Der einzige Teil, der noch etwas Leben in sich zu tragen scheint, ist eine schwache Wurzel, die sich verzweifelt an den Boden klammert. Das Blütenblatt mit einem Teil der Wurzel mitnehmen. Naja, als Waffe. Als Waffe gegen Pitax ist es natürlich gar nicht so schlecht. Wenn man jetzt den Teil der Wurzel mitnimmt, also den Teil, der noch lebt, wobei die Frage ist, wie lange die Wurzel dann überlebt, wenn man, ne? Würde Drinkiel das jetzt machen? Ja, aus zwei Gründen. Der wichtigere Grund, das kann man vielleicht als Waffe einsetzen gegen irgendwen. Das ist ja was sehr Ungewöhnliches, dieses Ding. Und die hier Delgado und Co., die können das untersuchen. Ein Teil der Wurzel der Blume mitnehmen. Du schneidest mit etwas Mühe ein Stück der Wurzel ab. Dabei tropft eine zähe Flüssigkeit daraus hervor. Du schlägst das Wurzelstück in ein Tuch und steckst es in deine Tasche. Wurzel der immer blühenden Blume. Ah! Forschung über das Wesen von Flüchen. Ja, tatsächlich. Ist Untersuchung, tatsächlich. Aha. Und trockenes Blütenblatt bringt nichts mehr. Als du das Blütenblatt berührst, zerfällt es zu Staub. Und der Staub rieselt runter die Pflanze zu Boden. Das geht nicht. Okay, Blume verbrennen. Ein einziger Funken reicht aus, um die Blume in Brand zu stecken. Die Pflanze zuckt und windet sich, als hätte sie Schmerzen. Verzweifelt versucht sie, den Flammen auszuweichen. Wenige Augenblicke später zerfällt sie zur Asche. Die Blume ist vernichtet. Sie wird nie wieder wachsen und zurück bleibt nur eine verkümmerte, versenkte Wurzel. Schön! Thema erledigt. Lamash, du hast Shows finden und erkunden, hab ich gemacht. Deinen Thronsaal betreten und Rat abhalten. Das war endlich mal wieder ein positiver Rat. Also zumindest, was heißt... Ich werde die ganzen Verlustmeldungen dann sammeln müssen und Kästen Gares auf die Liste draufschreiben. Also auf die Liste der Verschollenen, im Sinne von Gefallenen. Also falls man Kästen Gares nicht wiederbeleben kann, finde ich es total widersinnig vom Spiel, mir den hier wegzunehmen, weil ich hatte nicht die Möglichkeit, ihn... Also, er wollte hierher kommen, alleine. Und hat gesagt, ihr müsst in die Hauptstadt gehen, um Jod Kafkin zu retten. Ich glaube, man konnte sich dann entscheiden zwischen Jod Kafkin und Kästen Gares. Renne ich zuerst Kästen Gares hinterher, kann ich Kästen retten? Dann komme ich in die Hauptstadt, dann ist aber Jod Kafkin tot. Und umgedreht. Das ist total ätzend. Die Tatsache, dass ich ihn, Kästen Gares hier nicht wiederbeleben kann, ist aber auch ein, wie ich finde, ein heftiger Bruch des Regelwerks, weil man kann hier Leute wiederbeleben. Ich erinnere nur an die beiden Aldori-Schwestern aus Mivon, die königliche Jagd nicht überlebt haben. Die sind ja auch angeblich wiederbelebt worden. Zumindest war das die Auskunft von diesen Waldläufern, die das da irgendwie organisiert hatten. Und wenn man partout will, dass Kästen Gares nicht wiederbelebt wird, weil man ihn mir wegnehmen will als Berater, dann hätte man es hier so machen können, dass hier irgendwie so ein Loch im Boden ist, wo unten so ein unterirdischer Fluss lang fließt. Wir sind ja hier an einem Fluss, am Gudrin oder so ähnlich, und der See, Silberstufensee ist auch in der Nähe. Dass er hier mit einem Eulenbären im Kampf ist und dann letztlich von dem Eulenbären verwundet wird und in ein Loch stürzt. Viele, viele Meter tief und unten in einen rauschenden Bach und dann weg ist. Sodass man ihn deswegen nicht wiederbeleben kann, weil man seine Leiche nicht mehr findet, also die Leiche nicht bergen kann. Und nicht, weil man das einfach ausschaltet. Das hätte ich rollenspielerisch die elegantere Lösung gefunden, wenn man den Kästen Gares hier zwangsläufig verliert. Okay, ich quatsche zu viel. Es gibt zwei Geheimversteck-Alarme, denn die Helden haben während des Kampfes was entdeckt. Einmal hier das Schatülchen. Also, hier zwei Sachen. Das und das. Das ist einmal hier die Schatulle. It is finished. Da ist jetzt auf den ersten Blick nichts drin. Meisterarbeitswaffen, Gold und ein... Trank. Und hier unten dieser Stein, das war auch ein Geheimversteck. Mit einer taldanischen Kriegererkennungsmarke. Schön, schön. Urhydra-Schatz. Ah, guck mal hier, das ist Krone der Zypressenkönigin. Ah. Ach so, ist die Königin, die ich für die Hüterin der Blüte gehalten habe, weil sie so aussah, ist das am Ende die Zypressenkönigin? Der ist ja sogar Königin. Das ist ja sogar total logisch, dass sie das ist.
Das ist die Zypressenkönigin, ja, meine Gegenspielerin, weil die ist ja immer noch da. Die hat ja diese Blume jetzt wachsen lassen. Aber sie ist ja nicht weg. All according to plan. Was ist das? Magische Rüstung. Ein Bänderpanzer plus 3. Und das nächste Geheimversteck. Eine Kiste im Gestrüpp. A trivial matter. Und darin ein S-Dog, ein magischer S-Dog. Namens Anmutiges Ender. Da es ein S-Dog ist, ist das relativ uninteressant. Weil es als exotische Waffe sowieso niemand benutzen kann. Er ist Behende und Finesse und so weiter und so fort. Danke. Diese scheiß Pflanze hier hat einen riesen Theater hier verursacht in der Baronie. Die halbe Hauptstadt in Schutt und Asche gelegt. So, ich habe hier alles geplündert. Achso, jetzt kann ich hier. Wenn ich den gewundenen Gang gehe, komme ich da ran, also raus, richtig? In due time. Exakt. Es scheint, dass ich diese Höhle immer wieder begehen könnte, wenn ich das denn wollte. Was? Gehen? Hä? Ach so, weil das der Gang war, wo ich dann in die andere Welt gekommen war. Naja. Das kann ich hier runter, oder? Ja, hier, das ist nur so ein Absatz. Hüpft runter und dann bin ich hiermit durch. Da liegt Kram. Den hebe ich gleich auf. Ich hoffe, ich habe die Höhle soweit gut gefilzt und geflöht. Hallo, Helden? Achso, ich habe gar kein Licht mehr auf. Ach, hier, guckt mal. Wie heißt er? Knock-Knock hat seinen Todestür-Debuff verloren. Das fällt mir jetzt was auf. Das muss wohl ein Bug sein. Durch dieses Gruppe teilen und hin und her teleportieren durch die ganzen Welten ist irgendwie dieser Debuff weggegangen. Naja, es ist nicht schlimm, aber es ist jetzt auch nichts, was einen großen Unterschied gemacht hätte. Wenn einer Gefahr lief, den Kampf nicht zu überleben, war es der Michel. Durch einen dummen Tapser ins Netz. Mann, oh Mann. Ein Problem wäre echt gewesen, wenn die andere Heldengruppe auch gegen so ein dickes Vieh hätte kämpfen müssen. Mit Valerie, Ekundayo, dem Hund und ihm hier. Das sind alles Nahkämpfer. Ich hätte nicht gewusst, wie ich da zurande komme. Das wäre echt schwierig gewesen. Hätte ich nur versuchen können... Habe ich eigentlich einen Spruch der größeren Unsichtbarkeit? Einen Trank? Nee, habe ich nicht... Eine Unsichtbarkeit. Nee, es hätte alles nichts genutzt, glaube ich. Ach, hier Laterne habe ich noch. Oh, schön. Egal. Raus. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich in der anderen Heldengruppe diesen Dicken besiegt hätte, weil ich musste ihn nicht besiegen. Darauf hatte ich spekuliert, dass wir auf beiden Seiten andere Viechter haben. Geht raus, packt diesen ganzen Kram ein. Das sind normale Rüstungen, Waffen und so. Nichts Besonderes, allerdings natürlich mega schwer. Gehen. Und dann ist die Episode hier auch zu Ende. Und weiter mit den Helden, die zurückeilen in die Hauptstadt, um zu schauen, was dort noch zu tun ist. Ob die Hauptstadt überhaupt noch steht. Und die Trauerfeier für Kesten Gares organisieren müssen. Ja, mit den Helden, die das alles tun müssen. Und vielleicht noch einen Abstecher ins Dorf am Silberstufen 10 machen werden, weil sie da noch einen Fisch abzulegen haben. Geht's im nächsten Teil. Bis dahin.